Hinein in die Partie zweier Mannschaften, die sich in der ersten Halbzeit ein sehr ausgeglichenes Spiel liefern sollten. 20 Minuten sind rum, da können wir die erste 96-Aktion verbuchen. Chance wäre vielleicht zu viel gesagt. Die Roten kommen über links, doch Pandas Flanke findet in der Mitte keinen Abnehmer. Rund 6 Minuten später kommt der FC über seinen rechten Flügel hineingegeben und in der Mitte geht Mario Eggimann resolut dazwischen. Der Schweizer spielte unaufgeregt und erwies sich als feste Bank in der 96-Defensive.